Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute sprechen wir über das, was in meinem Kamerarucksack drin ist, wenn ich draußen unterwegs bin, um Landschaftsfotos zu machen. Denn viele von euch interessiert es regelmäßig, welche Technik ich benutze, welche Empfehlungen ich geben kann. Und wir sprechen einfach mal über das, was ich selber nutze. Das muss nicht richtig oder falsch sein für dich. Da hat ja nun jeder seine eigenen Präferenzen. Aber ich würde sagen, wir fangen direkt an. Welchen Kamerarucksack benutze ich denn eigentlich? Und das ist dieses gute Stück. Und zwar ist das der Loewe Pro Whistler BP450AW. Den verlinke ich auch nochmal unter dem Video, sodass ihr in Ruhe auch nochmal nachsehen könnt, wie der Kamerarucksack wirklich aussieht in den Produktbildern, was er kostet und so weiter und so fort. Aber hier im Video kann ich schon mal sagen, ich selbst habe den Kamerarucksack jetzt seit knapp ungefähr einem Jahr. Hatte davor eine lange Zeit einen ganz einfachen von Rollei. Der war soweit okay. Das Problem bei diesen etwas einfacheren Rucksäcken ist, dass der Boden meistens durchhängt oder dass einfach das Tragegefühl nicht so angenehm ist. Das heißt, wenn du längere Zeiten wanderst oder viel Gepäck drin hast, dann hängt das Ganze sehr schwer auf deinen Schultern. Du hast kein gutes Gefühl am Rücken, du schwitzt wahrscheinlich sehr viel am Rücken und das fand ich mir sehr unangenehm. Der hat von der Größe her ideal ausgereicht, aber vom Tragegefühl war es jetzt nicht unbedingt die Welt. Und dann dachte ich mir, okay, nach so vielen Jahren brauche ich mal einen neuen Rucksack. Und dieser ist jetzt der neue Rucksack seit ungefähr einem Jahr. Und ich habe ihn mir jetzt ein bisschen konfiguriert, wie ich ihn selbst am besten gebrauchen kann, da ich nun doch öfter unterwegs bin und das Ganze sehr gut vollgeladen ist. Wir fangen mal draußen an. Also, mein Kamerarucksack sieht hier so von der Rückseite aus. Ihr seht quasi hier so die Polsterungen für den Rücken. Da hast du also ideal noch ein bisschen eine freie Zone, wenn du schwitzt oder wenn du ein bisschen mehr Belüftung am Rücken brauchst. Ich finde es gut. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass das irgendwie ja, das Gewicht auf Null setzt am Rücken oder dass du gar nicht mehr schwitzt. Natürlich kann es sein, dass es sehr warm wird hier am Rücken, aber es fühlt sich bis jetzt gut an. Dann drehe ich ihn mal rum auf die Seite. Du hast an der Seite dann hier immer die Möglichkeit, dir hier ein bisschen was ranzubauen, also irgendwelche Bänder ranzumachen, was dann runterhängt. Je nachdem, was du möchtest. Vielleicht ein Stativ befestigen, wenn das geht. Das kannst du aber auch hier vorne dran machen. Hier vorne kannst du ein kleines Stativ dranhängen. Da ist es gut, wenn du ein kleines und leichtes Stativ hast. Oder das Stativ ist ein Carbon-Stativ. Das ist auch recht gut zum Ranbauen, weil es jetzt nicht wirklich furchtbar runterzieht und dein Rücken jetzt ganz sehr belastet wird. Also da würde ich eher schauen, wenn du hier was ranmachst, dass es ein Carbon-Stativ ist oder ein kleines und leichtes. Und auf der anderen Seite haben wir dann das hier. Da hast du quasi hier auch nochmal die Möglichkeit, hier Sachen dran zu befestigen und dir eine Flasche ranzuhängen oder dergleichen. Unten dran sieht der Boden so aus, du hast keine Füße dran. Das kann jetzt den einen oder anderen stören. Gut oder schlecht sein. Für mich ist das eher so neutral. Wer da keine Füße dran hat, hat er keine Füße dran. Der Roller, den ich vorher hatte, der hatte Füße dran. Fällt mir gerade ein. Hier oben gibt es dann noch ein Fach, ein recht großes Fach, was mal unterteilt ist in ein kleineres Fach. Ihr seht, das sieht sehr unaufgeräumt aus, weil hier einfach eine ganze Menge drin rumschwirrt. Aber für mich ist das jetzt nicht furchtbar wichtig, dass es hier oben drin aufgeräumt aussieht, denn in der Regel kommt hier nur ein bisschen Kleinzeug rein, wie ein neuer Akku oder hier liegen jetzt noch Visitenkarten von mir oder ein Blasebalg, auch sehr wichtig. Ich verlinke alles, was im Kamerarucksack drin ist, unter dem Video, da könnt ihr in Ruhe nochmal nachsehen. So, dann habe ich hier natürlich noch ein Filtersystem dabei, so ein kleines, kein Steckfilter, sondern ein Schraubfiltersystem. Dann noch ein Case für die Speicherkarten. Was habe ich noch drin? Wechselakkus habe ich ja gesagt für verschiedene Systeme. Ich habe gerne noch hier ein USB-C-Kabel drin. AAA und Doppel-A-Batterien, je nachdem, wenn ich unterwegs noch eine Lampe brauche oder einen Blitz. Hier oben ist dann noch, kann ich mal zeigen, hier oben ist dann dieses kleine Stacklein, wo dann noch der Überzug drin ist für den Rucksack. Finde ich ultra praktisch hier drin. Habe ich bislang nicht gebraucht, weil ich in der Regel dann recht schnell aus dem Regen wieder rauskommen konnte. Aber falls du es brauchst, hier oben ist es drin. Und dann passt das. Okay, ansonsten habe ich was vergessen. Nein, machen wir es wieder zu. Und du hast dann natürlich hier oben dann das Herzstück mit dem großen Fach, wo dann auch die Technik dahinter sich verbirgt. Nein, wir machen das andere Fach als vorher, sorry. Hier vorne ist ja auch noch ein großes Fach. Und zwar ist das das Laptop-Fach, beziehungsweise das Fach für Tablets oder für einen Ordner. Je nachdem, was du eben noch mitnehmen möchtest. Das kommt dann hier vorne rein. Und das siehst du, da habe ich auch noch verschiedene Fächer hier.
Hier kann ich was befestigen, hier kann ich was reinhängen. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, um einen kleinen Krimskrams hier reinzulegen. Hier habe ich beispielsweise einen Fernauslöser drin, also so eine Fernbedienung mit Kabel samt Batterien und so weiter. Das ist hier drin, falls ich das mal brauche. Das ist aber klein und leicht und das lasse ich immer drin. Also wenn ich es brauche, habe ich es dabei. Ansonsten ist es hier recht groß genug, um ein Laptop ungefähr mit der 14 bis 15 Zoll Größe gut zu verstauen. Also mein Laptop mit den 14 Zoll passt hier ideal rein. Der passt sogar noch hinein mit einer Tasche. Das heißt, der ist quasi doppelt geschützt. Und diese Tasche ist auch wassergeschützt. Das heißt, ja, ich würde damit jetzt nicht baden oder tauchen gehen, aber längere Zeit im Wald laufen, wenn es regnet, das hält der Rucksack schon ab. Das geht schon. Zumindest in meiner Version. Ja. Dann würde ich sagen, machen wir das Ganze hier wieder zu. Und du siehst auch schon, hier hast du, wie gesagt, einen sehr guten Clip, den du festmachen kannst. Du kannst ihn auch noch erweitern. Du kannst ihn aber auch abhängen, indem du das hier abnimmst. Das geht auch. Aber ich lasse das standardmäßig so dran. Ich habe die Bänder einfach nur zusammen gemacht, damit sie mich nicht weiter stören. So, und hier haben wir das große Fach, genau. Die Träger sind vielleicht noch ganz wichtig zu erwähnen. Die sind sehr breit. Zu breit, teilweise für das Peak-Design, wenn du das an deiner Kamera dran hast, um die Kamera hier dran zu machen, an die Brust, dann kann das, glaube ich, zu breit sein. Ich denke, es ist auch zu breit. Ich habe es selbst nicht ausprobiert, aber ich weiß, dass das Peak-Design jetzt nicht so breit ist. Das heißt also, diese Stärke hier sollte quasi schon ein Problem darstellen, wenn du die Kamera mit dem Peak-Design hier drauf machen möchtest. Du kannst dir aber auch helfen, indem du das vielleicht ein bisschen zusammendrückst oder abschneidest. Weiß ich nicht, ob das so gut ist, aber es geht zumindest. Und dann habe ich hier diese Gummibänder, die man hier festzurren kann, die mag ich so sehr. Die habe ich an verschiedenen Dingen dran, also auch an der Trinkflasche, an dem Schlüsselbund, an Kameras teilweise dran. Finde ich ultra praktisch und davon habe ich mir eine ganze Menge einfach mal bestellt, weil ich sie so flexibel einsetzen kann und ich ja auf jeden Fall hier und damit einsetzen kann. Und ich mag sie sehr und habe sie dementsprechend in Hülle und Fülle da. So, dann siehst du, hast du hier einen Reißverschluss, der zu deinem Rücken geneigt ist. Und das finde ich persönlich sehr wichtig, zum einen aus Diebstahlgründen und zum anderen auch aus Gründen der Umwelteinflüsse. Das heißt, wenn es sehr stark regnet, ist hier hinten alles geschützt. Hätte ich hier hinten diesen Reißverschluss, müsste ich sicher gehen, dass der Reißverschluss auch wasserdicht ist oder zumindest sehr gut wasserabweisend ist. Das wäre da, glaube ich, jetzt nicht wirklich, wenn der auf dem Rücken wäre. Demzufolge ist es für mich auf jeden Fall klar, dass ich diesen Rucksack ausgewählt habe, weil allein das Fach von hinten sich da öffnen lässt und nicht von vorn. So, dann öffnen wir mal das gute Stück und du siehst auch gleich, hier gibt es wieder verschiedene Taschen. Hier gibt es eine Tasche, wo du so ein kleineres Tablet reinlegen könntest. Zumindest ist es breit genug für so ein 8 Zoll Tablet. Das müsste reinpassen, 8, 9 Zoll, denke ich mal zumindest. Hier oben hast du die Möglichkeit, noch Speicherkarten reinzulegen. Und das mache ich aber nicht, weil zum einen ist das Ganze jetzt nicht furchtbar haltbar hier oben. Also es ist sehr wackelig, sehr locker. Nutze ich gar nicht, habe ich nie genutzt bei den Rucksäcken. Ich habe in der Regel gesehen, dass ich ein Case habe und darin dann die Speicherkarten habe. So, und wie schaut es dann hier im Rucksack aus? Du hast, wenn du den Rucksack kaufst, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, hier dieses Fach für dich selbst zu bestücken. Und ich selbst habe mir das hier so angelegt. So, und da seht ihr, was ich meistens schon dabei habe, das ist bei Landschaftsfotografie dann das 200 bis 600 mm von Sony. Das passt hier ideal rein, ohne Gegenlichtblende wohlgemerkt, also ohne Gegenlichtblende geht's gut rein. Mit Gegenlichtblende ist das ein Problem, weil dann passt schon mal hier drüben die Reihe der Objektive nicht mehr mit rein in den Rucksack. Oder eben die Kamera, die muss dann woanders hin. Aber ihr seht, auch das war für mich ein Kaufkriterium für den Rucksack. Das größte Objektiv muss reinpassen. Also das habe ich sehr oft dabei. Dann komme ich gar nicht mehr rein vor Schreck. Dann habe ich mir hier das Ganze so aufgeteilt, dass ich hier verschiedene Fächer habe, links und rechts. Und was ich sehr gerne in der Landschaftsfotografie benutze, das ist natürlich das 24er, das 1,4er, ja, das Gute, das Teure von Sony. Aber es ist halt auch wirklich gut. Ich habe zwar das Review zum Wildrox gemacht, was auch wirklich Bombe ist. Das Sony ist ein Ticken besser, aber nur ein Ticken. Und gut, es ist jetzt die Frage, ob sich der Aufpreis lohnt. Und da sage ich ganz klar Jein. Und zwar für eine sehr bestimmte Zielgruppe. Und zwar die, die tatsächlich das letzte Quäntchen Qualität rausholen wollen. Und vor allen Dingen, das finde ich auch echt immer so ein Kaufkriterium, wenn du die Blende hier vorne drin haben willst, beziehungsweise wenn du einen Schalter für den manuellen Fokus brauchst, für den manuellen und Autofokus, dann ist halt nun das einzige Objektiv im Sony-Bereich, wo ich sage, ja, dann musst du das eben nehmen. Das Wildrox hat es leider gar nicht. Aber es ist trotzdem sehr, sehr gut. Vor allen Dingen fürs Filmen geeignet, weil das Sony
beim Filmen das Problem hat, dass es Focus Breathing hat. Das heißt, wenn du fokussierst, verschiebt sich auch die Perspektive. Du hast quasi eine Art Brennweitenverschiebung am Rand und das sieht sehr unschön aus. Gerade wenn du Aufnahmen hast, die du nur einmal tätigen kannst, ist das sehr ärgerlich, wenn du es dann da drin hast. Das Wildrox hat das Problem nicht. Du kannst es in der Sony neuerdings auch abschalten, dass sie quasi gegensteuert. Aber ja, dass es das Objektiv grundsätzlich macht, ist nicht gut. Aber ich mag es sehr für die Landschaftsfotografie. Ich habe auch standardmäßig hier einen Filter drauf, je nachdem, was ich machen möchte. Also Polfilter, Grauverlaufsfilter bzw. einen UV-Filter. Standardmäßig immer, um das Objektiv zu schützen und zum anderen auch, um tolle Effekte zu erzielen mit dem Objektiv in der Landschaftsfotografie. Denn einige Effekte lassen sich nun nicht immer mit Photoshop generieren. 24 mm. Was ich allerdings auch sehr gern einsetze, das sind die 35 mm. Ich habe das mal hier, das ist jetzt die Canon-Version. Mag ich auch sehr an der Landschaftsfotografie, weil du damit sehr tolle Porträts machen kannst. Landschaftsfotos lassen sich damit auch sehr schön machen. Das ist jetzt nicht mehr so weitwinklig wie das 24er, aber es hat auch einen ganz eigenen Look mit der Blende von 1.4 als Anfangsblende und das Sigma ist ja sowieso ultra scharf. Also damit auf Blende 1.4 ein Foto gemacht, das ist einfach knackescharf. Machen wir uns nichts vor. Und die Vignettierung hält sich auch in Grenzen. Und ich mag es sehr. Auch das mag ich wirklich gern bei Produkt- und Landschaftsfotos draußen einsetzen. Oder Produkte in der Landschaft. Weil es weniger verzerrt als das 24er. Und weil es auch mit der Anfangsblende 1.4 ein wirklich sehr schönes Bokeh auch bietet im Hintergrund. Sehr schön freistellen kann. Also ein sehr, sehr tolles Objektiv. Kann ich nur empfehlen. 50 mm, natürlich sind die standardmäßig in der Regel dabei, ob jetzt von Sony oder Canon, das ist fast egal. Ich mag vom Handling das Sony lieber. Wenn es um den Look geht, allein nur so ein bisschen ein eigener, spezieller Look, dann nehme ich auch gern das Canon 50 mm an der Canon EOS R5, weil sie einfach nochmal so einen eigenen, speziellen Look hat. Canon hat ja so diesen eigenen Dreamy-Mood-Look, finde ich. Bei Fotografien generell, also bei Portraits vor allen Dingen, beziehungsweise auch in Landschaftsfotografien und demzufolge habe ich das dann auch gerne mal dabei. Ansonsten das 50er, wie gesagt, von Sony, weil das einfach sehr schön flexibel auch ist. Und natürlich auch im Telebereich ein Makro, beziehungsweise das 105er von Sigma. Ich nehme aber auch gerne in letzter Zeit vor allen Dingen das 100er von Canon mit. Das kann ich mir adaptieren an der Canon-Kamera oder an der Sony, das ist egal. Und es funktioniert an beiden sehr, sehr gut. Und hier habe ich die Möglichkeit, natürlich auch ein Makro schießen zu können. Das geht mit all den anderen Linsen nicht wirklich. Je nachdem, was du für eine Linse natürlich hast, und sie kann das vielleicht ein bisschen abbilden, aber so ein Makroobjektiv, was gleichzeitig ein Tele ist mit 100 mm, für Porträts auch eingesetzt werden kann, im Wald oder draußen auf den Bergen, das ist wirklich sehr flexibel. Und Blende 2.8 sorgt dafür, dass ich auch sehr lichtstark unterwegs bin. Ich kann wunderbar freistellen. Ich habe ein tolles Bokeh. Ich mag es auch sehr für Porträts einsetzen. Demzufolge ist das meistens in den letzten Wochen immer mit dabei und hat seinen Weg wieder in den Rucksack gefunden. Ich habe es sehr lange nicht benutzt. Ich habe sehr lange das 105er von Sigma genommen, beziehungsweise auch einfach das 70-200 Blende 2.8 dabei gehabt, weil es einfach flexibel einsetzbar ist. Und jetzt siehst du, das sind die Objektive, die ich dabei habe und da passt jetzt nur schwer noch eine Kamera rein, je nachdem, was ich mache. Also bin ich rein zum Landschaftsfotografieren unterwegs und habe jetzt nicht wirklich den Fokus auf Wildlife, dann bleibt in der Regel auch dann das 200, 600 dann zu Hause. Ich stelle es mal kurz rüber und dann siehst du, dann passt noch ein bisschen was rein. Und dann habe ich in der Regel noch das 12 bis 24 mm mit, das filmt mich gerade, um ein bisschen mehr Breite zeigen zu können hier. Und das ist das, was ich in der Regel auch standardmäßig auf der Sony drauf habe, wenn ich mit der Sony unterwegs bin. Da liegt quasi die Sony, die A7 R5, mit dem Weitwinkel hier drin. Und das ist dann quasi gleich meine Main-Kamera, mit der ich dann quasi sofort loslege. Ich kann rauszoomen in den Ultraweitwinkel, 12 mm, ich kann aber auch 24 mm hineinzoomen. Und wenn es dann mal sehr schön und speziell und gemütlich wird, dann nehme ich dann doch eher das 24er, um mich ein bisschen zu entspannen und vor allen Dingen den Look von Blende 1.4, weil der wirklich sehr cool ist, einfach noch mit auszukosten. Also mache ich keine Wildlife-Fotografie, ist das so ein bisschen mein Setup draußen. Und da kann ich von Weitwinkel, von Ultraweitwinkel-Looks bis hin zum Tele alles abdecken. Und wenn ich das Gefühl habe, heute wird das kein Makro, dann bleibt es vielleicht sogar eher zu Hause und das 70-200 wandert mit rein mit Blende 2.8, weil das für vieles dann noch ausreicht. Gerade in der Mondfotografie, wenn du sagst, okay, ein bisschen Landschaft in den Bergen mit dem Mond, dann ist das 70-200 ein bisschen besser als das 100er. Aber natürlich das 600er ist dann natürlich auch in der Referenz, weil du kannst den Mond zum einen viel näher ranholen
Und hast natürlich auch die Möglichkeit, mit dem Bildstabilisator etwas länger zu belichten, gerade wenn es dunkler wird. Das ist schon recht cool. Aber das ist wieder sehr speziell in der Landschaftsfotografie. Nutze ich, wie gesagt, eher diese Objektive. 12 mm, 24, 35, 50 natürlich, Blende 1.8 und das 100er, beziehungsweise 200 bis 600. Das ist mein Setup, mit dem ich in der Regel unterwegs bin, um Landschaftsfotos zu machen. Und der Rest ist natürlich sehr abhängig davon, wie kreativ ich bin. Das habe ich, glaube ich, falsch reingelegt. Denn am Ende des Tages zählt es nicht, was du für eine Kamera hast, sondern was du für Ergebnisse mit nach Hause bringst. Weil du siehst in dem Bild in der Regel nicht, mit welcher Kamera das Ganze aufgenommen wurde. Außer du hast einen ganz speziellen Look wie bei Canon. Das siehst du es meistens schon oder Fuji. Aber in der Regel siehst du nicht in dem Bild an und im Foto an, mit welcher Kamera es aufgenommen wurde. Alle Produkte sind nochmal verlinkt unter diesem Video. Ich hoffe, das war interessant. Ich hoffe, das war spannend. Und jetzt würde mich interessieren, welche Technik verwendest du in der Fotografie? Schreib mir das gerne hier unter dieses Video. Hast du auch den Rucksack genauso eingeräumt wie ich? Welchen Rucksack verwendest du? Beziehungsweise welchen Rucksack kannst du sogar empfehlen? Oder welche Objektive braucht es dringend deiner Meinung nach in der Landschaftsfotografie? Dann schreib mir das auch gerne hier unter dieses Video. Es würde mich sehr freuen. Mach das auf jeden Fall. Da können wir uns ein bisschen austauschen. Und wenn du der Meinung bist, das Video war sehr gut, dann gerne einen Daumen nach oben. Wenn du der Meinung bist, Landschaftsfotografie interessiert mich überhaupt nicht, Daumen nach unten. Und wenn du es noch nicht gemacht hast, gib mir gerne ein Abonnement für diesen Kanal. Da unterstützt du mich für die nächsten Videos. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.